dir etwas Beispielmäßiges zeigen für das Thema Videoanalyse. Wie gesagt, wenn du ein iPad hast oder ein Tablet, hast du dafür Möglichkeiten. Vieles geht mit deinem Smartphone, wenn es eine gute Kamera hat. Ein kleiner Hinweis von mir, was du auch machen kannst, dass du ein Handy vom Teilnehmer benutzt, wenn du das mit ihm besprochen hast. Dann kannst du natürlich auch dir den Datentransfer sparen und du kannst auch das Handy ihm in die Hand drücken, dass er dich mal filmt. Dann kannst du einen Abgleich machen. Ja, auch im Handy kannst du diese Apps benutzen, Coaches App, oder benutzt die Zeitlupenfunktion. Ja, und dann kannst du gucken, dass du eine gute Stelle hast. Du kannst Hütchen verwenden, wenn du sagen willst, ich möchte genau sagen, hier bitte die Sache. Du kannst ein Stöckchen hinlegen. Hab im Hinterkopf, dass es so eine Art Zuschauereffekt gibt. Manchmal ist es auch gut, du lässt die Leute ein bisschen fahren, sagst hier, fahr bitte im Kreisbetrieb, mach immer mal einen vorderen Lupfer und dann filmst du so ein bisschen undercover und dann gehst du dem hin, hier, schau mal, ich habe dich gerade gefilmt, guck mal. Dann kann es sein, dass es besser funktioniert, als wenn du ihn so hier, wie ich es jetzt mache, bitte fahr mal und lupf das Vorderrad an. Das kann bei manchen Teilnehmern echt besser funktionieren, wenn die es gar nicht so merken, dass sie gerade gefilmt werden. Geht beides, ist kein falsch oder richtig. Hab's im Hinterkopf und probier beides aus. Ja, dann kannst du das so machen, dass du den Teilnehmer filmst. Du kannst sagen, kannst die Gruppe aufstellen, mit dem Namen einzeln aufrufen und dann, je nachdem wie es ist, dich bücken. Okay, jetzt in der Gruppe als nächster kommt der Marvin. Früh auslösen. Okay, und bitte den Anlupfer, Vorderanlupfer, angerollt kommt. Super. Okay, dann Marvin, komm schnell rüber. Also, dann gehst du sofort in die Analyse, suchst dir den einen Punkt, wie ich das halt vorhin auch beschrieben habe. Nicht sofort, oh, drei Fehler, ich muss alles genau zeigen. Fokussiere dich auf eine Sache. Du kannst auch erstmal sagen, hey Marvin, wie hat sich der Versuch gerade angefühlt? Ganz gut. Okay, hast du es mit den Armen gemerkt? Ja. Okay, also frag ihn, was spürt der, dann kannst du es abgleichen, dann bestärke ihn. Ja, guck mal hier, wie schön das ist, hier deine Arme ganz gestreckt. Ich bin gerade ein bisschen auf Abstand noch wegen Corona, geht jetzt aber auch mit Maske schon, dass man sich wieder näher kommt. Und ja, dann wirst du merken, Videoanalyse, ein mega gutes Tool. Vielleicht noch ein kleiner Coach-Hack von mir. Das mache ich natürlich auch ein bisschen, weil ich über die Jahre über YouTube viel mache. Ich habe viele Teilnehmer, die kennen mich von YouTube. Das kannst du genauso machen, auch wenn du nicht auf YouTube bekannt bist oder schon Videos an die Teilnehmer geschickt hast, die du selber gemacht hast. Das funktioniert trotzdem. Dann kannst du hingehen und sagen, Marvin, zück mal schnell dein Handy, du hast doch dabei. Jetzt meinst gut, darf ich mal deinen Bike haben? Bitte immer fragen natürlich, dann auch fragen, Vorderbremse, links, rechts, passt alles. Und dann kannst du ihm sagen, gut Marvin, hier, ich will ja, dass du zu Hause weiter übst. Und wir haben das jetzt schon in Videoanalyse gemacht. Du hast ja jetzt auch schon ein paar richtig gute Versuche gehabt. Du hast es selber gespürt. Ich gebe dir jetzt nochmal deine Hausaufgabe. Wenn du zu Hause bist, dann musst du nicht nochmal YouTube gucken oder irgendwie allgemeine Videos, sondern du hast ein individuelles Video für dich. Okay, Marvin, filmst du? Ja. Ja, und dann kannst du das dem Teilnehmer genau sagen. So, schau mal, Marvin. Wichtig war, dass du die Arme ganz streckst, wenn du den Lenker nach vorne geschubst hast. Benutze doch nochmal die Methode, die wir eben hatten, dass du es erstmal in der Zeitlupe machst und dass du es verbal hast. Dann kannst du den nächsten Schritt machen, das wäre so deine Hausaufgabe. Und wir sehen uns ja bestimmt im nächsten Kurs. Marvin steht da, jetzt habe ich gerade die Kamera angeguckt. Aber du weißt, wie es gemeint ist. Das finde ich eigentlich eine Sache, wo ich immer gutes Feedback bekomme, dass die Leute froh sind, dass sie zu Hause nochmal gucken. Im Kurs war ja recht viel, man hat viel gesehen, viel erlebt. Und dann kann man nochmal in Ruhe auf der Couch sich angucken. Ah, der Trainer hat mich ja noch erinnert. Ich habe bei dem einen Versuch noch so gerissen. Und dann hat er mir die Methode gezeigt, wie ich es verbessern kann. Es hat so gut funktioniert. Jetzt habe ich es nochmal in Erinnerung. Ich habe meine Hausaufgabe. Ich kann es nochmal die Handy auf die Mauer stellen und das abfilmen. Und vielleicht dem Trainer schicken. Dann freut er sich, wenn er sieht, wie gut du da weitergeübt hast. Das motiviert. Ganz schönes Ding, was du auch machen kannst.